Mitte März soll die Eisenbahnbrücke in der Wittenburger Straße abgerissen werden. Nachdem die Baumaßnahme im Dezember von der Stadtvertretung beschlossen wurde, sorgt diese für eine heftige Debatte. Viele Anlieger fühlen sich unwohl angesichts der bevorstehenden Einschnitte. Am Donnerstagabend hat deshalb die Stadtverwaltung alle Interessenten zu einer Aufklärungsrunde ins Rathaus eingeladen. Grundsätzlich gab es dabei nur zwei wichtige Nachrichten, eine gute und eine nicht so gute. Die gute Nachricht lautet, das Wirtschaftsministerium hat den Abriss und den Neubau mit einer großzügigen Förderung abgesichert. Die Stadt muss also nicht so tief in die Tasche greifen wie geplant. Nun die schlechte Nachricht. Solange eine neue Brücke nicht da ist, gibt es auch kein Provisorium für die Fußgänger und Radfahrer. Um nochmal der Frage nachzugehen, ob es eine Radfahrer- oder eine Fußgängerbrücke gibt, nochmal ein Gutachten in Auftrag gegeben, das heute auch vorgestellt werden wird. Aber in der Summe ist es, was das Thema angeht, leider so, dass diese engen Zeitläufe, die wir haben, das nicht mehr zulassen. Es sei denn, wir gefährden die ganze Maßnahme und damit die Förderung in Höhe von 3,68 Millionen Euro, weil wir haben von der ursprünglichen Zeitplanung, die auf 2 Jahre ausging, nun das ganze Projekt auf 1 Jahr, genauer gesagt auf 9 Monate zusammenschrumpfen müssen, um diese Förderung zu bekommen, weil wir Ende des Jahres fertig sein müssen. Was die Stadt mit der Brücke alles vorhat, was die Schweriner davon halten und wie der Nahverkehr seine Linienplanung ab Mitte März verändern wird, das sehen Sie am Dienstag in einer großen Reportage.